Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen am Mittwochmorgen zur Fortsetzung unserer Sitzung. Ich eröffne insoweit die 9. Plenarsitzung des Hessischen Landtags am Mittwoch, den 3. April, und stelle mit Blick in den Plenarsaal die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Ich darf ein bisschen um Aufmerksamkeit und Konzentration und ein bisschen mehr Ruhe bitten. Ich möchte Ihnen zur Tagesordnung mitteilen, dass erledigt sind die Punkte 1 bis 4, 7 bis 18, 20, 21 und 27. Heute tagen wir vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen heute mit Top 45, dann wird Top 47 folgen, mit dem zusammen Top 37 aufgerufen wird. Danach rufen wir Top 24 auf. Und nach der Mittagspause beginnen wir mit dem Top 5. Das ist die Vereidigung der Mitglieder des Staatsgerichtshofs. Heute fehlen entschuldigt Herr Ministerpräsident Volker Bouffier, unser ehemaliger Landtagspräsident Norbert Kartmann, Frau Kollegin Regine Müller. Gibt es weitere Fehlmeldungen sozusagen? Frau Kollegin Alex weiterhin und Frau Geis. Wir wünschen allen, die krank sind, gute Besserung. Ja, damit komme ich noch zu einem kurzen Hinweis an Sie. Ja, bitte. Ja, Herr Frömmrich, bitte schön. Vielen Dank. Die Frau Kollegin Schleenbecker ist heute nicht da. Entschuldigung, ich vergaß es. Frau Kollegin Schleenbecker ist heute auch nicht da. Auch das nehmen wir noch zu Protokoll. Damit komme ich zu einem kurzen Hinweis, nämlich dass Sie den gesamten Tag über die Möglichkeit haben, das Ihnen bekannte Angebot der Wikipedia-Fotografen und Wikipedia-Autoren zu nutzen, kostenlos Abgeordnetenfotos erstellen zu lassen. Nicht entstellen zu lassen, sondern erstellen zu lassen. Bitte um Verzeihung. Das sollte keine freudische Fehlleistung zu Beginn des Tages sein. Also nicht entstellte Fotos, sondern erstellte Fotos erstellen zu lassen und eventuell fehlende Wikipedia-Einträge ergänzen zu lassen. Das Angebot gibt es in den Räumen 120M bis 122M. Sie kennen das aber alles heute Abend. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 510W zusammen. Und der Rechtspolitische Ausschuss hat eine gemeinsame Sitzung mit dem Innenausschuss eine halbe Stunde nach Ende der Plenarsitzung im Sitzungsraum 501A. Soweit die amtlichen Mitteilungen.